Ich möchte den Aktionären, die meisten wissen das vielleicht gar nicht, mit welchem Nazi-Verbrechen Höchst verstrickt war, und sagen, dass ein Teil der Profite aus Auschwitz, aus der Vernichtung von 30.000 Arbeitssklaven resultiert und dass ein Teil der Vermögen, die jetzt in Aktien angelegt worden sind, den Angehörigen gehören zur Unterstützung der Auschwitz-Gedächtnisstätte, die ja zerfällt, und für die Erinnerungsarbeiten, dass dazu eine Entschädigung noch gezahlt werden muss. Und Ernährung, die zur vollständigen Erschöpfung und zum langsamen Tod durch Entkräftung führte. Alle zwei Wochen wurden in dem Nebenlager Auschwitz-Monowitz Selektionen durchgeführt. Die zu schwach gewordenen Häftlinge wurden nach Birkenau übergeben. Es liegt ein Dokument vor, ein Briefwechsel zwischen der Firma Höchst und der Kommandantur von Auschwitz. Aus diesem Brief geht hervor, dass sie eine größere Anzahl von Frauen angefordert hatten, zwecks Ausführung, also Anwendung von medizinischen Experimenten. Sie sind dann auch geliefert worden. Sogar der um den Preis ist gefalscht worden. Zunächst hatten die SS-Leute 200 Mark verlangt pro Frau. Die haben runtergehandelt auf 150 Mark. Und aus dem Briefwechsel geht hervor, dass die Untersuchung, also die Anwendung der Medikamente geglückt seien, sind alle gestorben. Ob von Höchst direkt jetzt etwas kommen wird, weiß ich nicht. Es gibt aber noch immer die IG Farbenindustrie in Abwicklung. Das ist das alte Unternehmen, das zu dem einzigen Zweck weiter besteht, um Entschädigungsleistungen zu zahlen. Und es gibt dort auch noch eine beträchtliche Vermögensmasse, die dafür in Frage käme. Das heißt, Häftlinge, die zu Recht Entschädigung fordern, müssten sich, wenn sie heute noch Ansprüche haben und wenn sie nicht durch die jüdischen Organisationen entschädigt worden sind, müssten sich zuerst an die IG Farben in Abwicklung wenden.